Hallo und herzlich willkommen hier auf Lyrella.de. Heute soll es um Energetik gehen, also alles rund um den Begriff der Energie, was uns hier so einfällt. Nun, was ist eigentlich Energie? Jeder Körper besitzt Energie, das heißt, alles hat eine gewisse Art von Energie. Es gibt verschiedene Arten von Energie und die besitzt einfach ein Körper, das ist eine Eigenschaft eines Körpers. Und dafür verwendet man meistens das Formelzeichen E und die Einheit davon ist Joule. Abgekürzt mit einem J. Oftmals taucht hier auch das Formelzeichen W auf bei vielen Leuten für Energie. Das kommt über den Zusammenhang der Arbeit, was aber immer mehr rückläufig ist. Energie kann von einem Körper in den anderen Körper übertragen werden. Man sagt, die Energie fließt von dem einen Körper in den nächsten. Sie kann sich also übertragen lassen und von einem Zustand in den anderen Zustand übergehen. Und da sind wir schon bei dem wichtigsten Satz hierzu. Das ist der Energieerhaltungssatz. Den müsst ihr euch unbedingt merken. Energieerhaltungssatz. Ich kürze mit EES ab. In jedem abgeschlossenen System ist die Gesamtenergie konstant. Gesamtenergie heißt, man muss die verschiedenen Energiearten zusammen addieren und dann das Ganze betrachten. Ich will jetzt hier mal ein paar Energien auflisten, die ihr kennen solltet. Das wäre die potenzielle Energie, E-Pot. Manche sagen dazu auch die Lageenergie, M, Masse, mal G, mal Höhe, H. Die kinetische Energie. Die Bewegungsenergie, die Energie, die ein Körper, der sich bewegt, mit einer gewissen Geschwindigkeit hat, 1/2 mv². Dann die Energie, die in einer Feder gespeichert werden kann, E-Federkraft oder E-Feder, 1/2 ds². D, die Federkonstante. S, die Strecke, die ihr die Feder gespannt habt aus der Ruhelage. Und was man zum Beispiel auch noch einschreiben kann, E, elektrisch, die elektrische Energie, das ist Spannung mal Stromstärke mal Zeit, U mal I mal T. Natürlich gibt es noch viele weitere, chemische Energien und so weiter, Rotationsenergien. Das sind schon mal die vier wichtigsten. Und um jetzt den Energieerhaltungssatz ein bisschen zu illustrieren, stellt euch ein abgeschlossenes System vor, ein ideales Pendel zum Beispiel. Das Pendel, wenn es in Ruhe liegt am Anfang, sieht es so aus. Und jetzt führen wir ihm potenzielle Energie zu, indem wir es auslenken in diese Richtung. Die potenzielle Energie ist dieser Höhenunterschied H mal M mal G. Es hat hier keine kinetische Energie. Wir halten es hier ja in Ruhe. Indem wir das loslassen, beschleunigt es in diese Richtung. Es bekommt eine kinetische Energie, 1/2 mv². Hier unten, diesen Punkt, hat überhaupt keine potenzielle Energie mehr, wenn wir das H immer zu dieser Linie ausmessen. Das heißt, wir hätten hier keine potenzielle Energie mehr, aber dafür das Maximale an der kinetischen Energie. Da geht es hier weiter bis hier oben, wieder zurück, bis es wieder nur noch potenzielle Energie hat. Daraus kann man jetzt zum Beispiel die Geschwindigkeit der einzelnen Punkte und so berechnen. Wir wissen ja, welche Energie wir hier zuführen und daraus können wir dann die Geschwindigkeit an diesem Punkt ausrechnen. Denn hier ist die potenzielle Energie 0, hier oben die kinetische Energie 0, müsst ihr gleichsetzen und können es nacheinander auflösen. Das gilt natürlich nur in einem geschlossenen System, das heißt, wir vernachlässigen hier Reibung und sehen das alles als idealen Fall an. Nun, ich hatte vorher kurz erwähnt, dass das Formelzeichen W oft auch benutzt wird für die Energie. W ist aber eigentlich die Arbeit und die Arbeit ist eine mögliche Form der Energiezuführung. Also ich kann, indem ich Arbeit verrichte, das hier um diese Höhe auslenke,
verrichte ich Arbeit an einem Gegenstand und erhöhe dadurch die Energie des Systems. Also Arbeit ist eine Form der Energiezufuhr. Nun, Arbeit ist definiert W, das Zeichen für Arbeit, als F mal S, die Kraft entlang, längs eines Weges. Zum Beispiel, wenn ich ein Auto anschiebe, dann habe ich die Kraft, mit der ich das Auto anschiebe, in die Richtung, in die ich es bewege, die Strecke, die ich dabei zurücklege. F mal S, also Newton mal Meter. Das gibt natürlich als Einheit auch Joule. Das ist ja die Zuführung der Energie, muss die Einheit gleich sein. Wenn ich die Arbeit nicht längs des Weges verrichte, das heißt, wenn ich mehr auf das Auto nach unten drücken würde, schräg nach unten, dann brauche ich deutlich mehr Kraft, um die gleiche Arbeit zu verrichten. Es gilt immer nur die Kraft, die längs der Arbeit des Weges gilt. Das heißt, wenn ich den Weg in diese Richtung habe und meine Kraft wirkt schräg nach unten, dann gilt nur diese waagrechte Komponente. Das ist auch wieder Kräfteaddition. Diese zwei Kräfte ergeben diese F-Gesamt. Der nächste Begriff in dem Bereich ist die Leistung. Und Leistung ist einfach das große P, die Energie, die Delta E, also die Energiedifferenz, je Zeitdifferenz, Delta T, oder manche sagen einfach auch E durch T. Das ist die Energie, die ich brauche, durch die Zeit, die ich gebraucht habe. Das heißt, umso mehr Energie ich für etwas gebraucht habe, umso mehr Leistung habe ich da gebraucht in der gleichen Zeit. Die Einheit der Energie, der Leistung ist ein Watt, da müsst ihr jetzt aufpassen. Ein Watt, ein großes W, das große W steht als Formelzeichen auch schon für die Arbeit. Also immer feinsäuberlich zwischen Formelzeichen und Einheiten unterscheiden. Was wir auch noch haben, das ist der Impuls. Impuls. Und der Impuls wird als klein p bezeichnet. Also Leistung großes P, Impuls kleines P. Der ist definiert als MAV. Der Impuls ist eine Richtung. Ein Körper hat einen Impuls, der hat eine Richtung, ist davon abhängig, wie schnell der Körper ist und was für eine Masse er hat. Also umso größer der Körper ist oder umso schneller sich bewegt, umso größer ist der Impuls, den der Körper inne hat. Und er erkennt es jetzt schon recht leicht. Hier P ist gleich MV und hier steht E kinetisch gleich ein halb MV Quadrat. Für die, die die Ableitung schon kennen, die Ableitung der kinetischen Energie ist nichts anderes als der Impuls. Die Einheit des Impuls, da gibt es bei den SI-Einheiten, also bei den normalen Einheiten, die wir verwenden, keine eigene. Das heißt, wir haben hier vielleicht nur Kilogramm mal Meter durch Sekunde. Die müssen wir einfach nehmen. Auch hier gibt es einen Erhaltungssatz. Den IES, den Impulserhaltungssatz, und der formuliert sich ähnlich: In einem abgeschlossenen System ist der Gesamtimpuls konstant. Also wie hier oben in einem abgeschlossenen System. Das bezieht sich jetzt sowohl auf Richtung als auch auf den Betrag der Impulse. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr mit zum Beispiel eine kleine Kugel auf eine große Kugel bewegen lässt, die soll in Ruhe sein. Hier haben wir eine gewisse Geschwindigkeit und eine gewisse Masse M1 und hier Geschwindigkeit V1. Da prallt hier drauf und wir haben dann eine Masse M2, danach V2, wenn wir es aus der Ruhe ausnehmen. Und dann muss einfach gelten, der Impuls vorhin, also M1 mal V1, P1 ist gleich M1 mal V1, muss gleich sein wie der Impuls, also Anfang besser, wieder nach dem Zusammenstoßen. Da habt ihr einfach P Ende und das gibt dann
m1' mal v1', wir haben eine geänderte Geschwindigkeit, und m2, v2. Strich jeweils. Also die Geschwindigkeit danach, natürlich ändert sich die Masse hier nicht, also die könnte man natürlich weglassen. Nun, danke, dass ihr reingeschaut habt. Beehrt uns bald mal wieder, bleibt uns gewogen und bis bald.